was genau wohin das führt. Darüber wollen wir heute sprechen. Am vergangenen Wochenende und auch an diesem waren und sind Hunderttausende auf der Straße. Sie demonstrieren gegen Rechtsextremismus, gegen Rechts ganz allgemein, gegen die AfD als Partei. Ausgelöst hat das eine Meldung des Recherchenetzwerks Korrektiv, nach der sich vor einigen Wochen in Potsdam bekannte Rechtsextremisten getroffen haben mit einigen Mitgliedern der AfD, auch der CDU übrigens, um darüber zu sprechen, wie man Ausländer, aber auch deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund aus Deutschland vertreiben könnte. Das hat Empörung ausgelöst, bei Menschen mit Migrationsgeschichte übrigens auch regelrecht Angst. Die Hoffnung der Demonstranten ist, dass ihr Protest etwas gegen die AfD bewirkt. Bisher sieht man allerdings in den Umfragen, dass die Partei seit Monaten stabil bei oder über 20% liegt. Und für Aufmerksamkeit gesorgt hat am Donnerstag eine Umfrage von Infratest DIMAP zur Landtagswahl in Sachsen, die der MDR veröffentlicht hat. Danach wäre die AfD im Moment mit 35% der Stimmen mit Abstand stärkste Partei in Sachsen. Unser Thema heute im Umfragehoch trotz Massendemos: Was zieht Menschen zur AfD? Und ich freue mich auf diese Runde. Stefan Götz-Richter ist wieder bei uns. Er ist Herausgeber des Online-Magazins The Globalist. Ich freue mich auf Annette Dobideit, stellvertretende Chefredakteurin von Korrektiv, das Netzwerk, das die Meldung veröffentlicht hat, die die Dinge in Bewegung gebracht hat. Ich begrüße Sabine Rennefanz. Sie ist freie Journalistin, unter anderem für den Tagesspiegel und den Spiegel. Und Heinrich Wefing ist wieder bei uns. Er leitet bei der Wochenzeitung Die Zeit das Ressort Politik. Herr Wefing, Hunderttausende auf der Straße. Ich habe Auslöser und Gefühle schon geschildert. Wie ist Ihre Einschätzung? Was bewegt sich da gerade? Ich finde erstmal, das ist eine großartige Reaktion der Zivilgesellschaft auf eine Enthüllung und auf eine Entwicklung, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben. Und lange Zeit hatte man den Eindruck, das hat was Schicksalhaftes, Unabwendbares, auch weil es eben nicht auf Deutschland beschränkt ist, sondern in vielen anderen Ländern auch passiert. Aber es ist, glaube ich, kein Schicksal. Die Barbaren stehen nicht vor der Tür und wir müssen die weiße Fahne hissen, sondern die Zivilgesellschaft ist vital in Deutschland. Die Demokratie ist vital und man kann etwas bewegen. Frau Rennefanz, wie ist Ihre Einschätzung? Wer ist da eigentlich auf der Straße? Ja, ich glaube, es gibt ein sehr großes Bedürfnis, ja, jetzt auch Flagge zu zeigen, auch gemeinsam was zu machen. Das hatten wir ja also in der Corona-Zeit ganz stark, war es eher die Corona-Leugner, die auf die Straße gegangen sind, jetzt auch mal für was Positives. Ich glaube, viele sind wirklich aufgerüttelt worden durch den Korrektivbericht. Aber ich sehe auch schon ein bisschen die Gefahr einer Spaltung. Also, dass manche Leute sich auch gerade durch die Slogans, die dort skandiert werden, eher abgeturnt fühlen. Mhm. Ausdruck von Polarisierung, was wir gerade erleben. Die Lager werden deutlicher, Herr Richter. Wie ist Ihre Einschätzung? Eigentlich sollte es zu einer großen Sammlungsbewegung führen. Aber das hilft natürlich nicht, wenn viele der Veranstalter oder der Teilnehmenden dann sagen, Demonstration gegen rechts, zu einer Zeit, wo in unserer Republik der Begriff rechts die CDU umfasst und vor allem natürlich auch Herrn Merz, der ein Konservativer sein mag, aber natürlich zentraler Teil des politischen demokratischen Spektrums ist. Und ich würde mir wünschen, dass sehr viel mehr darauf geachtet wird, aus Hygienegründen nicht sprachliche Verzerrungen, die wir in der Vergangenheit gehabt haben, zu nutzen, um jetzt hier die Bürgerbewegung, schon die Zivilgesellschaft schon wieder zu spalten. Das halte ich für ein ganz großes sprachliche Problem. Sprachliche Verzerrung heißt? Heißt zu sagen, Demonstration gegen rechts, wenn gemeint ist gegen rechtsextrem. Jeder kann und soll gegen rechtsextrem sein, der die deutsche Geschichte verstanden hat. Auch Herr Höcke sollte das verstanden haben und erst recht Herr Gauland. Aber wer dann sagt gegen rechts, meint, wir nutzen das wieder, um der CDU eins auf den Dez zu geben. Und das hilft natürlich nicht, um der AfD Paroli zu bieten. Mhm. Frau Dobideit, Ihre Recherche ist ein sehr wichtiger Beitrag zur Information der Öffentlichkeit. Es gibt aber Fachleute, Kolleginnen und Kollegen, die sagen, naja, das konkret wussten wir nicht, aber über die AfD hatten wir doch viele Informationen. Und warum jetzt die Überraschung, Empörung? Was ist so Ihre Wahrnehmung? Meine Wahrnehmung ist, also wir kriegen jetzt auch hunderte, tausende E-Mails von Leuten, die uns lesen und die sonst sagen, ich habe mich eigentlich noch nie so richtig mit Politik beschäftigt. Und jetzt sehe ich, ich bin auch ganz persönlich in der Verantwortung, mich demokratisch zu informieren und dann auch irgendwas draus zu machen. Und ich glaube, es stimmt nicht ganz, dass man das schon wusste. Also ich glaube, alle Leute, die sich mit der AfD beschäftigt haben, die wussten das schon. Aber so ein normaler Mensch in der Mitte der Gesellschaft hat das bisher eher ausgeblendet, hat gesagt, naja, AfD, das hat mit mir nichts zu tun und mit meinem Lebensumfeld. Und das
haben die jetzt verstanden. Was genau ist, wenn Sie so viele Rückmeldungen bekommen, nach Ihrer Einschätzung, der, sag mal, der emotionale Auslöser? Dass bei diesem Geheimtreffen, ja, darüber gesprochen wurde, nicht nur ausreisepflichtige oder straffällig gewordene Asylbewerber aus dem Land zu bringen, was ja Konsens ist und so. Teilweise Rechtslage, ja. Rechtslage ist, sondern dass man darüber gesprochen hat, dass Menschen mit deutschem Pass und einem Zuwanderungshintergrund, deren Eltern oder vielleicht sogar Großeltern aus einem anderen Land kamen, dass man die loswerden will. Und dass man dann zusätzlich sich auch noch anmaßt, in dieser Gruppe, wie da gesprochen wurde, zwischen den Neonazis und auch den AfD-Vertretern, zu sagen, man würde jetzt irgendwie ein Gremium bilden, das entscheiden darf, wer ist denn uns hier assimiliert genug und wer nicht. Und das ist wirklich so dieser faschistische Kern, der sehr viele, glaube ich, erschreckt hat, auch mich. Mhm. Herr Wefing, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lassen Sie uns darüber sprechen, was kann, soll, wird diese Welle auslösen? Auch wenn man bedenkt, dass der Vorsitzende der AfD, Kopalla, diese Woche sich von diesen Positionen deutlich distanziert hat und gesagt hat, unsere Partei steht auf dem Boden des Grundgesetzes. Da muss man erläutern, dass drei Landesverbände vom jeweiligen Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft worden sind. Aber in diesem Punkt hat er gesagt, das ist nicht unsere Politik, das wollen und machen wir nicht. Was können, sollen die Demonstrationen auslösen? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Demonstrationen zeigen, dass es nicht klar ist in diesem Land, was, oder die Erzählung funktioniert nicht, die die AfD vorzubringen versucht, dass sie sagt, sie spricht für die Mehrheit. Das ist ja der Claim aller Rechtspopulisten, aller Autokraten. Wir sagen, was die schweigende Mehrheit denkt. Das sieht man in den Vereinigten Staaten, das ist bei Trump so, das ist in allen Ländern so, wo es starke Rechtspopulisten gibt. Immer behauptet eine Minderheit, sie spreche für die Mehrheit. Und diesem etwas entgegenzusetzen, zu sagen, nein, möglicherweise oder ganz sicher scheint es nicht so zu sein, sondern es ist, die Mehrheit hat bislang vielleicht noch nicht sich deutlich genug formuliert. Das ist für mich erstmal das wichtigste Zeichen, das von diesen Demonstrationen ausgeht. Es wird nicht genügen, einmal eine Demonstration zu machen oder auch zwei Wochen lang eine Demonstration zu machen, um diesen Shift hin zu den Rechtspopulisten zu brechen. Die Arbeit beginnt sozusagen erst nach den Demonstrationen. Aber als Zeichen, auch als Selbstverständigung, auch als Zeichen an die Leute, die ausgewiesen deportiert werden sollen, wir lassen das nicht zu. Oder sehr viele Menschen sagen, das lassen wir nicht zu. Das ist das Zeichen, das von dieser Demonstration ausgeht. Frau Rainer-Franz, Herr Richter. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, wie nachhaltig wirklich diese Demonstrationen sind. Also ob das jetzt so ein ob das jetzt kurz aufkommt und dann wieder im Februar abebbt, das weiß ich nicht. Was mich doch aber auch ermutigt hat, dass es so viele Demonstrationen auch in Ostdeutschland gibt, auch in kleinen Städten. Also wo man einfach sieht, die Mehrheit in Ostdeutschland, das ist ja auch so, wählt eben nicht AfD. Und auch die Leute, die bisher nicht auf die Straße gegangen sind, fühlen sich jetzt doch auch in kleinen Städten, wo es auch ein bisschen gefährlicher ist, sag ich mal, vielleicht da auf die Straße zu gehen, weil da womöglich der Bäcker, wenn es den noch gibt, oder der Arzt womöglich in der AfD sind, oder also wo man Leute kennt, die sich in der AfD engagieren. Also das hat mich ermutigt und das habe ich auch nicht so erwartet, muss ich sagen. Ich finde, zwei Dinge überraschen mich negativ an dieser Bewegung. Es gibt viel zu wenige von uns, die aufgestanden sind, dass es hier das Problem ist, dass nicht nur, dass die Vorstellungen der AfD total geisteskrank sind, um es mal deutlich zu sagen. Sie haben keine Rechtsgrundlage, sie würden in diesem Rechtsstaat auch niemals durchsetzbar sein. Was sie aber nicht getan haben, was wir hätten tun sollen, und ich habe mich gestern Abend hier mit jemandem auch entsprechend darüber unterhalten, der sagte, ich bin ein türkischstämmiger Deutscher. Mein Großvater ist hergekommen. Der Typ ist Unternehmer, ist produktiv, fährt extra noch Taxi abends und so weiter, tut alles, um ein produktives Mitglied der Gesellschaft zu sein, kümmert sich hervorragend um seine Tochter und deren Berufsaussichten und so weiter. Wir hätten sagen sollen, das Problem ist, wir sollten nicht immer über die AfD reden, sondern wir sollten auch aufhören mit Deutschen mit Migrationshintergrund. Das sind alles Deutsche, die irgendwo anders her stämmig sind von mir aus, so wie es alle mal sind. Polnischstämmige Deutsche, sonst was, ist ja völlig egal. Das sind meistens sehr produktive Mitglieder unserer Gesellschaft, für die hätten wir aufstehen sollen. Das Zweite, was ich noch kurz sagen möchte, ist, Alfred Döblin hat mal gesagt, mit Blick auf das Scheitern der Weimarer Republik, das war eine Republik ohne Gebrauchsanweisung. Diese Bundesrepublik bereitet sich nicht erst seit 1949, sondern seit 1945 darauf vor, solche faschistischen Übergriffe zu verhindern. Ich glaube, wir haben ein Riesenarsenal. Wir sollten mit sehr viel mehr Selbstverständlichkeit über die wehrhafte Demokratie reden, wo wir viele Instrumente haben. Wir sind
bei der Frage, was kann, soll, werden diese Demos auslösen, Frau Dovidat? Ich habe auch ein bisschen die Sorge, dass viele, ich habe ja eben schon mal von denen gesprochen, die zum ersten Mal in ihrem Leben auf eine Demo gehen, dass sie dann vielleicht jetzt auch sagen, so, jetzt habe ich ja einmal meine Meinung hier durchdemonstriert und dann ist es auch wieder gut und jetzt habe ich mein demokratisches Gewissen dadurch beruhigt. Das ist jetzt zivilgesellschaftlich und politisch die größte Herausforderung, wie man die jetzt langfristig binden kann. Da hat jetzt zum Beispiel Friedrich Merz gesagt, ja, ihr müsst auch alle Parteimitglieder werden, woanders als bei der AfD. Frau Dovidat, das Interessante ist ja, dass diese Demonstrationen zu einem guten Teil von Institutionen veranstaltet werden, die einen massiven Vertrauensverlust erlitten haben. Kirchen rufen auf, Gewerkschaften, Parteien, nicht die AfD natürlich. Wie passt das zusammen, dass die deutlich Vertrauen verloren haben, jetzt zu diesen Demonstrationen auf. Ja, es kann ja gut sein, dass sie sagen, jetzt sagen wir mal eine Gewerkschaft oder eine Kirche, dass die sagen, wir sehen uns als zivilgesellschaftliche Akteure, die dem was entgegensetzen wollen. Und wenn jetzt eine Kirche sagt, zum Beispiel, dann engagier dich doch in deiner Kirchengemeinschaft, dann geh doch mal ins Gespräch, dann mach Sozialarbeit mit, dann kann das doch nur gut sein, dass man wirklich so eine Bewegung in die Gesellschaft kriegt. Ich bedanke mich bei vielen von Ihnen, die heute Morgen und während der Sendung geschrieben haben, das Ganze verfolgen in unseren Streams bei tagesschau.de, presseclub.de. Die Frage, die ich am häufigsten gelesen habe, ist die, die wir jetzt auch besprechen wollen. Warum wollen so viele Menschen AfD wählen, wenn man doch Dinge weiß, wie sie jetzt enthüllt wurden oder wie der Verfassungsschutz sie seit längerem berichtet? Ich habe eingangs die Umfrage von Infratest DIMAP für die Landtagswahl in Sachsen erwähnt. Ich will sie noch mal zeigen, damit wir die Zahlen auch richtig einschätzen können. Danach ist die CDU gegenwärtig bei 30% und die AfD deutlich stärkste Partei mit 35%. Zweite Säule von rechts, das Bündnis Sarah Wagenknecht mit 8%. Ich will aber auf diese 35% hinaus. Herr Befing hat gesagt, die AfD ist nicht die Mehrheit. Frau Rennefant, Sie haben das ähnlich betont. Es ist schon im Bundesland Sachsen die relative Mehrheit. Also die Mehrheit kann die Mehrheit von allen sein, aber unser Parteiensystem funktioniert auch so, dass man als relative Mehrheit, als stärkste Kraft natürlich bestimmte Rechte hat. Und schauen wir zunächst auch auf die Menschen, die das angegeben haben diese Woche in der Umfrage. Das ist das, was unsere Userinnen und User beschäftigt. Was ist das Motiv, eine Partei zu wählen, die ein gewisses Doppelspiel betreibt, die offiziell sagt, das ist gar nicht unsere Position, die aber andererseits vom Verfassungsschutz eben intensiv beobachtet wird? Gut, na, das ist ja die Frage, die uns eigentlich, gerade wenn man so auf, sehr stark auf Ostdeutschland guckt, wie ich das auch tue, bin selbst in Brandenburg aufgewachsen. Also die AfD ist seit 2017 sehr, sehr stark. Das ist jetzt nichts, was ein Phänomen ist des letzten halben Jahres. Also ich bin von diesen Zahlen überhaupt nicht überrascht. Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das nach einer Woche Demonstrationen runtergeht. Also so schnell funktionieren die Leute auch nicht, so schnell funktioniert das nicht. Und die AfD hat gerade in Ostdeutschland, gerade auch in Sachsen, den Frust auch aufgenommen, der da seit Jahren also herumgeht sozusagen. Und die Parteien in Berlin, in den Parteizentralen, machen Politik für Westdeutschland, so muss man es sagen, und haben sich in den letzten Jahren ja sehr wenig um Ostdeutschland gekümmert. Und nur wenn Wahlen ansteht, ist immer der große Schock, huch, die AfD ist ja schon wieder so groß, aber es gibt keine langfristigen Strategien. Und irgendwie hofft man, dass der Kretschmer in Sachsen, der wird das schon irgendwie richten und Frau Sarah Wagenknecht vielleicht auch. Also mir fehlen so die Strategien und auch die Neugier, ja, warum ist denn die AfD so stark? Die AfD ist im Osten besonders stark, wo es eine große Überalterung gibt, wo sehr viele Männer leben, Männerüberschuss. Und die AfD wird ja vor allen Dingen von Männern gewählt. Wo es eine Hoffnungslosigkeit auch gibt, um das ganz klar zu sagen, gerade in den ländlichen Gebieten. Und darum müsste man sich beschäftigen. Das ist aber nichts, was man innerhalb von einer Woche macht. Also da braucht es langfristige Strategien. Vielleicht ist jetzt so ein Aufwachmoment. Also ich warte darauf schon seit einigen Jahren. Herr Wefing, Frau Dovidat. Ich glaube, das ist ein Teil der Erklärung. Aber das ist ja kein Phänomen von Ostdeutschland allein. Es ist auch kein deutsches Phänomen allein. Wir sehen es eigentlich in allen westlichen Ländern, in allen westlichen Staaten. Und deswegen glaube ich, dass die Erklärung vielleicht zunächst mal, das klingt das abstrakt, aber wir sind in einer Welt voller massiver Veränderungen, die die Leute aber ganz unmittelbar spüren.
die Sorge, kann ich meine Heizkosten noch bezahlen? Kann ich noch eine Wohnung bezahlen? Kommt der Krieg in der Ukraine auch zu uns? Wie wird mit der Migration umgegangen? Das sind lauter Fragen, die viele Menschen umtreiben. Und ich glaube, dass diese großen Probleme zusammenkommen mit einer Wahrnehmung der Politik, dass die Politik es nicht vermag, viele dieser Probleme in relativ kurzer Zeit zu lösen. Und diese Wahrnehmung, riesige Probleme, Politik unfähig, die zu lösen, wie gesagt, nicht meine Position, sondern die Wahrnehmung vieler Menschen, führt. Ich rufe Ihnen Mirko Haber auf Facebook zu. Was treibt die Leute zur AfD? Die Frage ist falsch. Die Politik der Ampel ist die Antwort. Ja, das ist mir auch zu simpel. Es ist nicht die Ampel. Die Ampel hat ja auch vieles gut oder ordentlich gemacht. Sie hat dafür gesorgt, dass zwei Winter lang hier die Wohnungen nicht kalt wurden. Und das war keine kleine Sache. Aber es ist schon richtig, die angekündigte Zeitenwende, im Grunde die Wiederbewaffnung der Bundeswehr, die kommt nicht voran. Die Frage der Zuwanderung nach Europa, kein deutsches Problem, sondern ein europäisches Problem, ist seit Jahren in Bearbeitung, aber die Zahlen gehen nicht runter, sondern gehen rauf. Und das bestärkt das Gefühl vieler Menschen, die Politik will nicht oder kann die Probleme nicht lösen. Ich glaube, dass eine ganz große Rolle spielt, dass andere Parteien außer der AfD nicht so präsent sind, weil die einfach nicht so viele Leute haben, die dazu bereit sind, sich dann samstags, sonntags auf die Marktplätze zu stellen, zu sagen, ich höre euch einfach mal zu, liebe Bürgerinnen und Bürger, mit euren Problemen. Die AfD ist da immer präsent, gibt den Leuten, schenkt ihnen eine Wurst, hört einfach zu. Und das, was Sie eben gesagt haben, Herr Wefing, diese Probleme, diese empfundenen Probleme, meine Lebensrealität, niemand kümmert sich darum. Ich glaube, das drückt sich einfach sehr viel aus in dem Zuhören und Dasein und vor Ort sein und präsent sein. Weil wir fragen uns das auch total oft in der Redaktion, ja, woher kommt das denn, dass die Leute sich so alleingelassen fühlen mit ihren Problemen? Warum wissen die eigentlich nicht mehr zu schätzen, dass sie Freiheit haben, dass sie Demokratie haben, dass hier jeder sagen kann, was er denkt, ohne dafür ins Gefängnis zu kommen? Ich glaube, das hängt zum ganz großen Teil damit zusammen, dass diese empfundene Freiheit, wenn man sich so wirtschaftlich eingeschränkt fühlt, wie viele Leute das da tun, dass sie dann eben denken, meine wirtschaftliche Freiheit führt dazu, also die finde ich so beschränkt, dass ich mich dann doch in meinem Leben am Ende nicht frei entfalten kann. Und wenn man dann nicht etablierte Parteien hat, die da vor Ort mit ihren Vertretern stehen und sagen, ja, dann sag mir doch mal ganz konkret, welches Problem sollen wir lösen, dann hören sie, also dann haben sie das Gefühl, nur die AfD hört ihnen noch zu. Ich glaube, das Thema geht auch weit über Ostdeutschland hinaus. In der Bundesrepublik sind 22% etwa AfD-Wähler und nur ein Drittel davon sind nach Aussagen eines Instituts der Friedrich-Ebert-Stiftung, also eine unverdächtige Quelle, rechtsextrem. Soll heißen, 14% der Bundesbürger sind aus irgendeinem anderen Grund frustriert. Jetzt kommt noch was dazu, was weitgehend übersehen wird. Wir denken immer, die AfD-Wähler sind so diese Gaulands und diese Leute in irgendwelchen Tweed-Jackets und irgendwelche vornehmen Konservativen aus der Lucke-Ära. Das sind die nicht mehr. Wieder eine unverdächtige Quelle. Das Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung hat vor ganz kurzem eine Veröffentlichung gemacht, wo sie festgestellt haben, wer ist jetzt eigentlich sozioökonomisch, soll heißen, vom Einkommen her AfD-Wähler. Das sind alles Leute unterhalb des Einkommensmedians, also in der unteren Hälfte der Einkommensverteilung. Das sind klassische SPD-Wähler. Die SPD ist leider nicht mehr eine Arbeiterpartei, ganz breit verstanden, sondern ist zu einer Bürgergeldpartei geworden. Wenn man sich anguckt, was Kevin Kühnert und so weiter immer hochziehen, ist es das. Die läuft von ihrer eigenen Tradition weg. Das sind Leute, die also kein Zuhause mehr haben, die auch von der CDU nicht bedient werden, die jetzt von Sarah Wagenknecht bedient werden, die gerade gesagt hat, wir wollen keine Gesellschaft, zwischen die, wo Leute davonkommen mit Bürgergeld und Schwarzarbeit. Das sagen mir auch türkischstämmige Deutsche, dass die das nicht wollen und für unmöglich halten. Das sagen wir auch Libanesen, die vor 20 Jahren hergekommen sind und sagen, wir sind damals hierher gekommen aus Gründen der Freiheit. Und wir finden das nicht gut, dass wir jetzt eine Regierung haben, die das alles ermöglicht. Zwei letzte Sachen. Das große Problem bei der AfD, das deutsche Problem ist, dass das die einzig rechtsextreme Partei ist, die nicht aufgeräumt hat. Frau Meloni hat aufgeräumt, die Skandinavier haben aufgeräumt, Frau Le Pen hat aufgeräumt. Das sind jetzt bürgerlich anschlussfähige konservative Parteien geworden, die AfD tut das nicht. Und die traurigste Wahrheit die AfD für mich, im Gegenteil wird radikaler, natürlich, während sie natürlich immer mehr zu eine deutsche Perversion. Völlig klar. Es ist eine deutsche Perversion. Das Land, was es unbedingt hinkriegen sollte. Ja. Letzter Satz, wenn ich sagen darf. Das Kernproblem der Ampel ist, wenn wir ehrlich sind, und da würde ich gerne die Kollegen fragen, ob sie das anders sehen, dass auf die AfD zu hauen, was völlig gerechtfertigt ist,
ist der einzige gemeinsame Tatbestand, an dem sich die Ampel noch aufziehen kann. Und damit machen wir die AfD natürlich der viel Punkt, größer, als sie ist. Der Punkt, nee, den greife ich gerne auf. Kleine Schleife, weil ich lese, dass es natürlich auch Stimmen gibt, die sagen, ist doch klar, in welche Richtung das wieder geht, gegen die AfD nämlich. Deshalb eine Bemerkung, also wir alle sind professioneller journalistischer Distanz verpflichtet, wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sogar gesetzlich, aber wir blicken eben auf eine Partei, die in Teilen erwiesenermaßen eben nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht und deshalb ist die Perspektive der Wettbewerbsparteien, was kann man tun, um die Wähler dort wegzuholen, ja durchaus auch eine gesellschaftliche. Sie haben es gesagt, Herr Richter, eine Strategie über viele Jahre war, mit starken Worten von Seiten der anderen Parteien über die AfD zu sprechen. Friedrich Merz hat sich zur Frage, wie geht man denn künftig mit der AfD um, am vergangenen Sonntag in der ARD geäußert. Die FAZ hat in der letzten Woche einen Leitartikel geschrieben mit der Überschrift In der Sackgasse der Nazi-Keule. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir das richtig bezeichnen. Natürlich gibt es da richtige Nationalsozialisten. Aber deswegen sind die Wählerinnen und Wähler dieser Partei nicht alles Nazis. Und wenn wir die zurückgewinnen wollen für die demokratischen Parteien unseres Landes, dann dürfen wir sie nicht beschimpfen. Da wird es sicherlich einige geben, die werden immer da bleiben. Aber da gibt es viele, die sind zurückzugewinnen. Und darum müssen wir uns bemühen. Ja, und Frau Rennefanz, wie trauen Sie zum Beispiel der CDU zu, den Kurs zu wechseln und das zu schaffen? Ja, ich finde es erstmal interessant, dass Herr Merz von Nationalsozialisten redet. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so Die Fragestellung bezog sich auf den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Genau, der hatte von Nazi-Partei. Ja, das finde ich ehrlich gesagt auch schon problematisch. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die AfD ist in Teilen rechtsextrem. Sehr zweifelhaftes Personal, zweifelhafte Programmatik. Aber Nazis, damit habe ich auch ehrlich gesagt ein Problem, weil wir hatten gestern Holocaust-Gedenktag. Die Nazis haben Millionen Menschen auf grauenhafte Weise umgebracht. Die AfD in eine Reihe zu stellen mit den Nationalsozialisten. Ich habe da, also auch so pauschal, ich habe da ein Problem mit, weil ich das bei dieser Partei nicht sehe, kann man sagen, noch nicht sehe. Ich glaube, das war auch ein Problem, was manche Leute mit der Berichterstattung von Korrektiv hatten, dass das ja dann gleich in die Richtung von, also in die Nähe von der Wannsee-Konferenz 1942, wo die massenhafte Tötung von Juden beschlossen wurde, gestellt wurde. Ja, aber wir haben das nicht geschrieben, ne? Wir haben auch nicht von Deportation gesprochen oder so. Das wurde dann von denen, die es interpretiert haben. Da wurde das dann gleich so aufgenommen von vielen Kommentatoren. Und das hat dann wieder gleich zu so einer Gegenreaktion geführt, wo dann irgendwie so ankommt, na, das ist doch völlig übertrieben und wieder moralische Empörung. Und ich glaube, und dann wird es ist ja auch irgendwie gleich immer wieder gesagt, ja, wir sind irgendwie bei 1933 und das schreckt viele Leute auch ab in dieser Dramatik. Und wenn wir uns schon aber in die Geschichte reinversetzen, dann kommt wirklich den Konservativen eine ganz große, wichtige Rolle zu, nämlich die Frage der Brandmauer. Dabei sind wir dann nämlich wieder. Und da hat Herr Merz natürlich eine Verantwortung mit seinen Kollegen in Thüringen zum Beispiel. Der Union kommt auch deshalb eine große Verantwortung zu, weil sie im Moment auf Bundesebene Opposition ist. Es gehört ja zum Spiel der Parteien, dass man als Opposition eben durch Kritik an der Regierung auch leichter Wählerinnen und Wähler gewinnen kann. Frau Dovideit, also hat die CDU jetzt einen möglichen Kurs, um mit Blick auch auf die Landtagswahlen im Osten ihr eigenes Niveau wieder zu erheben? Wir haben eben gesehen, die CDU-Säule ist unter der AfD-Säule. Also gibt es politische Mittel, die anders sind als die bisherigen? Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass jetzt die CDU unter Friedrich Merz doch ein bisschen den Kurs wechselt. Ich habe bei ihm auch in dieser Mioska-Show ein bisschen andere Töne mal gehört, nachdem er doch sehr lange sich sehr populistisch aufgestellt hat. Siehe, Flüchtlinge nehmen uns die Plätze beim Zahnarzt weg. Dass er mit diesem AfD-Becken gefischt hat, habe ich das Gefühl gehabt, er ist ja etwas von abgerückt. Gleichzeitig gibt es aber dann Leute wie Jens Spahn in der Partei, die immer noch sehr stark aufbauschen. Unser allergrößtes Problem ist die unkontrollierte Massenmigration. Da müssen Sie jetzt, glaube ich, intern gerade mal ein bisschen gucken, was ist denn unser Kurs? Wenden wir uns jetzt wieder von der bisherigen Strategie ab? Wir sind die Alternative zur AfD. Schlau wären Sie, wenn Sie einfach mal nicht auf die Narrative der AfD gehen würden und dann sagen, wir widerlegen Sie, sondern dass Sie einfach Ihre eigenen Themen setzen und sagen, wir bieten jetzt einfach mal Lösungen an und gehen nicht auf das
ein, was die AfD als Thema vorgibt. Widerspruch, Zustimmung, Herr Richter? Herr ich würde gerne noch mal auf den. Ich hatte Sie ich so verstanden, Sie wollten ja einen Punkt machen. Wir müssen vielleicht einmal schauen, was ist die Partei und was ist die Wählerschaft? Ja, ist das identisch? Und das ist, glaube ich, nicht der Fall. Natürlich ist das nicht identisch. Ich glaube nur auch, dass wir im Moment sehen, dass der Umstand, dass die Partei immer radikaler wird, offensichtlich viele Menschen gar nicht stört, die sie wählen wollen. Ich würde überhaupt nicht sagen, dass die alle rechtsextrem oder rechtsextremistisch sind. Überhaupt nicht. Der Richter auch schon gesagt, ja. Nur glaube ich, dass wir eben damit auch nicht weiterkommen, immer nur zu sagen, böse, böse, faschistische, narzisstische, nationalsozialistische AfD. Das wird nicht reichen. Ich glaube, die Strategie, das sehen wir jetzt, nach 10, 15 Jahren die Strategie der Tabuisierung der AfD ist gescheitert. Und ich habe das Gefühl, an diesem Punkt sind sich alle am Tisch einig. Genau. Jetzt geht es um die Frage, wie findet politischer Wettbewerb zum Beispiel von Seiten der CDU statt? Absolut. Ich glaube, dass die CDU eine zentrale Rolle spielt. Die CDU, das sieht man auch wiederum in allen europäischen Ländern, wo es darum geht, die Konservativen, die bürgerlichen, gemäßigten Konservativen sind die Kräfte, die am ehesten in der Lage sind, den Aufstieg der Populisten zu stoppen. Nur glaube ich eben auch, dass es für viele Wählerinnen und Wähler, die sich jetzt zur AfD bekennen, gar nicht mehr so auf den Unterschied zwischen CDU und SPD ankommt. Das sind alles Systemparteien. Die waren auch sehr lange mit an der Regierung. Die sind in sehr vielen Bundesländern mit an der Regierung. Denen wird eben auch keine Lösung zugetraut. Danke, Herr Richter. Drei Punkte müssen wir beachten, glaube ich. Erstens, dass der Versuch der Ampel und nicht nur der Ampel, die CDU vor sich herzutreiben, um sie an einer AfD-Hürde scheitern zu lassen, ist fatal. Man muss die CDU CDU sein lassen. Es ist für die CDU schwierig genug, weil sie immer alles für alle Leute sein will. Und ich glaube, wenn wir die Hoffnung haben wollen, dass man der AfD-Wähler abnimmt, dann ist das im Zweifel eher auf Merz-Kurs, aber nicht nur auf Merz-Kurs. Und wenn wir sagen wollen, die CDU darf nicht konservativer werden und darf nichts über die wirklich fatale Immigration sagen, denn wir brauchen Fachkräfte und es kommen minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge und so weiter und dann soll da noch Familien zusammen, das führt zu einer sozialen Katastrophe. Das brauchen wir jetzt hier nicht weiter zu thematisieren. Was interessant ist, ist die Frage, dass die CDU einerseits konservativer werden muss und andererseits auf dieses Wählerpotenzial in der unteren Hälfte der Gesellschaft eine Antwort geben muss. Das hat in der Tat nichts mit Parteien zu tun. Das führt dazu, dass das Ahlener Programm, als die CDU im Vorzeiten, das haben wir alle vergessen, sich sehr sozial aufstellen. Keiner am Tisch hier gelebt zu dem Zeitpunkt. Genau, aber deshalb habe ich es mal angeguckt. Das war der Versuch, praktisch auf die damals linke Sozialdemokratie eine Antwort zu geben. Ja. Und ich glaube, die CDU wird sich wieder daran erinnern müssen, in gewisser Weise, um mit Wagenknecht die genau dieses Wählerpotenzial auch abgreift und damit koalitionsfähig ist und der AfD-Wähler abnimmt. Über diese Bewegung kriegen wir was hin. Und selbst Jens Spahn hat Steuersachen vorgeschlagen, Erbschaftssteuer und so weiter, die aus klassischer CDU-Sicht links sind. Also ich glaube, das ist sehr viel komplizierter. Es wird sehr spannend sein, ob die CDU all diese Häutungsprozesse schaffen kann. Aber es kommt sehr darauf an, wenn wir die AfD vom Tisch kriegen wollen, dass wir der CDU diesen Spielraum lassen. Dann scheitert sie damit oder nicht. Das ist deren Verantwortung. Aber nicht sagen, ihr dürft das nicht und das nicht und das nicht. Damit haben wir sozusagen keinen Gefallen. Ich fasse mal zusammen. Dann würde ich gerne noch ein Kapitel aufmachen. Wichtig ist zunächst mal, was Herr Wefing gesagt hat. Die AfD ist offenbar nicht auf einem Kurs zurück auf den Boden der Verfassung, sondern weiter davon weg. Denn wenn die AfD eine verfassungstreue Partei wäre, wäre sie normaler Teil des Wettbewerbs. Aber deshalb ist die Frage für die Gesellschaft wichtig, wie die anderen Parteien im Wettbewerb mit der AfD umgehen. Sie sind sich alle einig, dass die Politik der Stigmatisierung nicht erfolgreich war. Sie sind sich nicht einig, mit welchen Themen die Union und andere Parteien die AfD inhaltlich stellen sollten. Sie nennen das Thema Migration als ganz großes, bewegendes Thema. Sie nennen soziale Probleme. Frau Dovideit sagt, nicht unbedingt die Themen der AfD aufgreifen. Verschiedene Wege müssen die Parteien im Wettbewerb gucken. Wir haben eine ganz andere Diskussion. Das ist nicht die Adresse an die Wählerinnen und Wähler, sondern der rechtsstaatliche Umgang mit der Organisation, mit der AfD. Wir sind am Anfang eines Wahljahres, in dem wir nicht nur das Europäische Parlament wählen, sondern in drei ostdeutschen Bundesländern, Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Landtage gewählt werden. Und es eine durchaus realistische Möglichkeit ist, dass die AfD stärkste Partei wird, ein Drittel der Mandate möglicherweise auch mehr besetzt. Gibt es aus Ihrer Sicht, Frau Rennefanz, neben der Methode des politischen Wettbewerbs, die Verpflichtung des Rechtsstaats, der staatlichen Organe mit der AfD
irgendwie rechtlich umzugehen, beobachten, verbieten, bekämpfen, was auch immer der Staat da tun kann? Na, beobachtet wird sie ja. Und es gibt ja diese Verbotsdiskussion im Moment. Ich finde das juristisch interessant, muss aber sagen, politisch halte ich gar nichts davon. Ich finde das sogar hochproblematisch, jetzt irgendwie 9 Monate vor der Wahl damit irgendwie anzufangen. Also das ist ja ein langfristiger Prozess. Wir haben das bei der NPD gesehen. Also eine Recherche in einer Zeitung oder bei einem Medienhaus ist noch keine Recherche vom Verfassungsschutz. Also die Hürden sind ja auch sehr, sehr hoch, die eine Partei zu verbieten. Und ich mache mir total Sorgen, was das bei den Leuten, bei den AfD-Wählern, über die wir jetzt geredet haben, wirklich anrichtet. Auch bei jenen womöglich, die bisher nicht AfD wählen wollen. Dass die sich dann nämlich sagen, aha, jetzt passt euch unsere Meinung nicht, jetzt fällt euch gar nichts mehr ein, jetzt wollt ihr uns auch noch mundtot machen und die Partei verbieten. Also das finde ich ganz, ganz schwierig. Deshalb gar nicht drüber sprechen? Also für Sprachverbote bin ich nie. Also drüber sprechen ist gut. Aber ich würde mir, also was mich ein bisschen irritiert, ist, dass wir jetzt schon wieder über gar nichts anderes sprechen. Also wo sind denn die Themen? Also wo sind denn, wo ist denn die Analyse, aus der wir jetzt ableiten, was wir im Osten und dann auch im Westen machen? Also das ist jetzt schon wieder so eine Verengung auf eine autoritäre Maßnahme. Also gibt ja auch Grundrechts. Wenn Sie sich einig sind, können wir die Diskussion auch sofort. Ich finde, ich gebe Ihnen einen Punkt recht, Frau Rennefanz, dass jetzt ein blöder Zeitpunkt ist mit Blick auf die Wahlen, weil es dann schon wieder so aussieht, als hätte man jetzt politisch, denkt man, es ist jetzt klug, das Verbotsverfahren anzufangen, ist dann wahrscheinlich letzten Endes eben gerade nicht klug. Ich finde aber, man hätte es in den Bundesländern, wo sie als rechtsextrem gesichert eingestuft ist, schon längst machen müssen, weil ich finde, da dürfen keine politischen Erwägungen eine Rolle spielen, sondern wenn da eben eine Verfassungsfeindlichkeit festgestellt ist, dann muss der Rechtsstaat darauf reagieren, egal ob dann jetzt das Landesparlament oder beim Bundestag gibt es ja auch die Diskussion, wie wird jetzt eingestuft und müsste dann irgendwann mal ein Verbotsverfahren kommen. Das darf eigentlich gar keine Rolle spielen in einem Rechtsstaat. Herr Wefing. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, dass die Einleitung eines solchen Verbotsverfahrens eine durch und durch politische Entscheidung ist. Das ist auch so in der Verfassung vorgesehen, weil politische Gremien nur diesen Antrag stellen können. Und da ist es ganz natürlich, dass die auch Zweckmäßigkeitserwägungen anstellen, dass die sogar überlegen, welchen Backlash bedeutet das womöglich für uns. Und es ist ja nicht so, dass die Dinge so völlig glasklar und sonnenklar sind, sondern jedes Verbotsverfahren müsste erstmal, Sie haben es gesagt, eine sehr, sehr gründliche Prüfung vorgehen. Eine Partei zu verbieten, die bei 20 oder 30% ist, ist der größte denkbare Eingriff in den demokratischen Prozess, den man sich nur vorstellen kann. Da muss man verdammt gute Gründe haben und sich seiner Sache absolut sicher sein. Und das Verfassungsgericht, wenn es dann mal angerufen worden wäre, würde ganz genau hingucken. Da reicht es nicht, so eine Veranstaltung, wie Sie sie beschrieben haben, da reicht es auch nicht, dass irgendein Funktionär mal irgendwas gesagt hat, sondern da muss der ganzen Partei nachgewiesen werden, dass sie nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Das war bei der NPD sehr viel einfacher, weil in deren Programm die ganze Verfassungsfeindlichkeit ausgebreitet wurde. Wenn man sich nochmal das AfD-Wahlprogramm anguckt, und ich habe es vorhin nochmal getan, das liest sich ja vergleichsweise harmlos. Das ist ja ein einziges Bekenntnis zum Grundgesetz. Aber also es ist ein sehr, sehr schwieriger Indizien- und Beweisprozess. Ja, na klar. Und wenn der schief geht, haben wir echt ein Problem. Aber wenn man aus kurzer Einwand, davor, dass, wenn man aus Angst davor, dass es schief geht, einfach nichts macht und sagt, man lässt es laufen, dann kommt eine Partei wie die AfD in einem Land an die Macht und kann dann sagen, wir verändern demokratische Strukturen so, dass sie teilweise abgeschafft werden. Damit ist ja auch keinem geholfen. Deswegen finde ich, dass es keine Alternative ist. Erstens könnte auch die AfD in Thüringen oder Sachsen nicht die Demokratie schon so fundamental verändern. Ich will das gar nicht kleinreden, ich habe auch große Sorgen davor. Aber die Demokratie nochmal in Deutschland ist tiefer verwurzelt und vitaler, als dass ein einzelner Ministerpräsident in einem ostdeutschen Land sie in den Abgrund stürzen könnte. Aber es ist trotzdem, Sie haben es ja gesagt, man muss schon überlegen, was ist die Folge? Die Folge eines solchen Verbotsverfahrens nur einzuleiten, davon bin ich relativ fest überzeugt, und das sehen wir bei Trump und in anderen Fällen, das ist eine Solidarisierungs- und Mobilisierungsfunktion für die Partei, die man eigentlich bekämpfen will. Das scheint mir ein großes Problem zu sein. Ich gebe Ihnen diesen Gedanken noch mit. Hubert Aiwanger von den Freien Wählern
hätte möglicherweise in Bayern nicht so gut abgeschnitten bei der Wahl, wenn er nicht wegen eines antisemitischen Flugblatts massiv angegriffen worden wäre. Donald Trump hätte möglicherweise viel größere Probleme, die Kandidatur der Republikaner zu bekommen, wenn er nicht von vielen Seiten rechtlich angegriffen würde. Was heißt das für eine Initiative, wie es sie etwa gerade in Thüringen gibt, eine Petition an den Bundestagspetitionsausschuss? Über 1 Million Menschen möchten, dass man Björn Höcke von der AfD Thüringen nach einem Artikel des Grundgesetzes die Grundrechte aberkennt. Lassen Sie uns rechtliche Details auf Seite lassen. Es geht um die Wirkung, wie Herr Wefing sie gerade angeführt hat. Also wenn der progressive Teil Deutschlands versucht, Diskussionen zu verrechtlichen, tut das für die Wähler, die ich beschrieben habe, die 14% der legitimen demokratischen AfD-Wähler, sage ich mal, die zur demokratischen Mitte gehören, gar nichts. Das ist eine Depolitisierung, die ich für anti-links halte und überhaupt nicht verstehe, weshalb das gemacht wird. Wenn wir über Donald Trump reden, müssen wir wissen, dass der überhaupt Präsident geworden ist, weil sich die Demokraten in der Spätphase Obamas um lauter nice-to-have, also Sozialthemen, kulturelle Themen, Familien, Drogen und sonst was, drittes Geschlecht gekümmert haben, die nicht zu den 50 wichtigsten Problemen, ehrlich gesagt, der Menschen gehörten in den USA, die Demokraten hätten ansprechen sollen. Diese Koalition läuft dieselbe Gefahr. Darauf möchte ich ganz entscheidend hinweisen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir viel ruhiger im Umgang mit der AfD sein sollen. Es gibt das schöne Wort der deutsche Wort der Entzauberung. Irgendwo müssen sie sich mal beweisen, das politische Personal, was die haben, gilt allgemein als sehr schwach. Ich glaube, wir können sehr viel stärker auf das vertrauen, was wir in der Bundesrepublik haben, dass wir da nicht vom Tisch geräumt werden. Und letztlich erinnere ich mich immer an den schönen Satz eines Ostdeutschen, der gefragt wurde, warum wählt ihr denn AfD? Und dann sagte der, ist doch ganz einfach. Alle anderen Parteien, auf die haben wir irgendwann in unserer Geschichte nach 1990 mal große Hoffnungen gesetzt. Und wir wurden von allen von diesen Parteien total enttäuscht. Ich bin mir sicher, dass wir von der AfD genauso enttäuscht werden. Der Unterschied ist, die haben wir noch nicht gewählt und irgendwie an die Macht gelassen. Ich glaube, diese Art der Gelassenheit ist nicht unbezeichnet und zumindest ist es wichtig zu sehen, dass wir einen sehr wehrhaften demokratischen Apparat haben, dass die nicht weit kommen. Aber irgendwie müssen sie mal mitregieren auf der Landesebene, auf der Kommunalebene. Das wird sich irgendwie nicht vermeiden lassen am Ende. Und dann werden die sich selbst entzaubern, weil all das Versprechen, was sie haben, können sie nicht einfüllen, weil sie gar kein Programm haben in der Richtung. Also Einvernehmen am Tisch, das starke Worte von anderen Parteien, Beschimpfungen, Stigmatisierung bisher nichts gebracht haben. Überwiegende Meinung am Tisch, dass rechtliche Bekämpfung auch nicht das Mittel ist. Das führt dann wieder zurück zur Auseinandersetzung mit Argumenten, zum politischen Wettbewerb, wie Sie ihn genannt haben. Zum Schluss würde ich gerne noch mal aufgreifen, was zum Beispiel Herr Wefing schon angesprochen hat. Es gibt Menschen, die haben Angst, dass die AfD unseren Rechtsstaat langfristig so verändern kann, wie es nicht unserer Grundordnung entspricht. Es gibt Überschriften wie kippt die Demokratie, was auch immer dann die Demokratie ist. Jetzt schauen wir konkret auf dieses Jahr und auf mögliche Wahlergebnisse in Ostdeutschland. Wie ist Ihre Einschätzung? Was müssen wir besorgen oder was können wir gelassen betrachten? Ja, also von so Überschriften wie kippt die Demokratie halte ich irgendwie nicht so viel. Also das ist wirklich wir haben natürlich auch so durch die aufgeladene Debatte so einen gewissen Hang zum Untergangsfantasien fast entwickelt. Und ich würde mir da auch ein bisschen mehr Rationalität wünschen. Erstmal ist noch ein bisschen Zeit bis zu den Wahlen. Also da kann schon noch einiges passieren. Und wir reden ja bisher auch immer nur über die Umfragen. Umfragewerte sind keine Stimmenergebnisse. Was die Grünen zum Beispiel seit Jahren immer wieder erleben und kennen. Ne? Genau. So in der Mitte der Legislatur richtig. Von Stimmungen profitiert. Genau. Ja. Genau. Und dann muss man auch gucken, jedes Bundesland, also wo jetzt Wahlen stattfinden, das ist schon auch, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also da gibt es unterschiedliche Regierungen, da gibt es unterschiedliche historische Prägungen und so weiter. Und ich würde sagen, der Kipp-Kandidat ist wirklich, also wo man sehr gucken muss, ist Thüringen. Ne? Also was passiert da? Was macht die CDU da? Also geht die, bietet die Herrn Höcke dann was an oder stellt sich bereit? Oder steht da die Brandmauer? Oder macht man doch was mit der Linken? Also das wird ja auch diskutiert. Und da, wir sind in der Schlussrunde und können da leider heute nicht mehr intensiver drauf eingehen. Deshalb will ich die Frage am Tisch weiter rumreichen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was besorgt Sie? Mich besorgt das eigentlich nicht. Ich muss sagen, ich bleibe bei der These der Entzauberung der AfD. Ich glaube, die Parteien müssen klug sein und müssen Sachpolitik machen. Es bleibt bei der These, die AfD macht man nur kaputt durch bessere Sachpolitik.
Die AfD macht keine Sachpolitik, nur leider macht die Regierung auch keine vernünftige Sachpolitik für die Einkommenshorizonte der Leute. Was besorgt Sie, Frau Dovidal? Mich besorgt am meisten das, was Herr Wefing eben mal gesagt hat, dass viele einfach gar nicht mehr in dieser wütenden, den wütenden 10 oder 15% der Bevölkerung, dass die, ganz egal, ob es jetzt CDU oder SPD oder Grüne oder FDP sind, einfach sagen, den hören wir einfach allen nicht mehr zu, weil das sind für uns die Systemparteien. Was besorgt Sie, Herr Wefing? Ich würde mir gerne einen Satz meiner wunderbaren Kollegin Anne Hänig ausleihen. Die hat nämlich mal gesagt, wir werden auf absehbare Zeit die AfD nicht schrumpfen, wir müssen sie übertrumpfen. Und das heißt, es müssen Mehrheiten organisiert werden von der Politik, die gegen die AfD stehen. Und ich war gerade in Polen unterwegs auf Recherche. Da ist es nach 8 Jahren der Regierung einer rechtspopulistischen Partei gelungen, diese abzulösen, obwohl sie den Staatsfunk kontrolliert, obwohl sie die Gerichte kontrolliert. Es liegt, glaube ich, eine Menge Arbeit vor uns. Aber zu hoffen, dass durch irgendeinen Wunderschnips die AfD verschwindet, daran glaube ich überhaupt nicht. Danke, dass Sie geholfen haben, in einer sehr aufgeregten, bewegten Stimmung ein bisschen Orientierung zu suchen. Sie haben Vermutungen, Thesen. Wir haben ja ein spannendes Jahr und werden wahrscheinlich mehrfach noch an diesem Tisch überprüfen, was sich wirklich entwickelt. Danke. Ihnen auch schön, dass Sie dabei waren. In der ARD jetzt das Europa-Magazin, das sich auch mit Rechtsruck in Europa beschäftigt und ansonsten gleich Presseclub nachgefragt. Danke, tschüss und lassen Sie es gut gehen. Und willkommen zurück bei Presseclub nachgefragt. Wir starten in Dresden bei Thomas Schiller. Willkommen im Presseclub. Sie haben das Wort, Herr Schiller. Ja, guten Morgen in die Runde. Vielen Dank für die interessante Diskussion. Ich möchte gern einen Aspekt in die Runde werfen. Die Frage, die aus meiner Sicht als Ostdeutsche meistens aus westdeutscher Perspektive etwas falsch beantwortet wird. Warum wählen Ostdeutsche die AfD? Ich glaube, was wichtig ist, ist einfach mal die Betrachtung der Endphase der DDR. Etwa ab Mitte der 80er Jahre mit Perestroika zusammen wurden die Diskussionen in der DDR nicht mehr so holzschnittsartig geführt, wie das manchmal wahrgenommen worden ist. Es gab eine Diskussionskultur, die war sogar sehr stark. Und es wurde häufig der Duktus benutzt, das sagt man nicht. Das ist nicht die Parteilinie, aber trotzdem ist es gut, dass du dich damit beschäftigst. Und in diesem Kontext der heutigen Diskussion, wo vielleicht auch der eine Teilnehmer Ihrer Diskussion wies darauf hin, dass in der Obama-Administration viele Dinge genannt worden sind, die gar nicht so relevant waren, kommen wir heute auch in die Situation, dass viele Dinge diskutiert werden, die Ostdeutschen nicht interessieren. Wenn sie sich da entsprechend entfremdet fühlen, wird gesagt, das sagt man nicht, das ist nicht wichtig. Und man letztendlich behandelt in dieser Diskussion viele Menschen, gerade meiner Generation, ich bin Mitte 50, in einer für mich wahrgenommen ähnlichen Art und Weise, dass man also sagt, das ist nicht die Linie, auch wenn es die Parteilinie in der Form nicht mehr gibt. Ich kann nur empfehlen, wesentlich mehr die Probleme, ob das Gesamtdeutschland oder Ostdeutschland ist, anzunehmen, konkrete Probleme zu diskutieren, konkrete Lösungen vorzuschlagen und nicht irgendwelche sehr hochtrabenden Projekte weiter zu verfolgen und vor allem in der Kommunikation viel, viel besser werden. Und ansonsten, denke ich, zeigt es, wie viele Menschen hier auf der Straße gehen, dass die Ostdeutschen auf gar keinen Fall irgendwelche faschistischen Parteien wählen wollen, zumindest nicht in ihrer Mehrheit. Und deswegen, wie gesagt, ich appelliere darin auch an den Journalismus. Geht mehr den Weg in Richtung konkrete Diskussionen mit den Bürgern, konkrete Vorschläge. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen, Herr Schiller, für das Statement, für die Argumente, für die Perspektive. Gruß nach Dresden. Schön, dass Sie dabei sind. Das lassen wir natürlich stehen und gehen weiter nach Viersen. Das ist einmal von tiefer Osten in den tiefen Westen, Ursula Förtsch in Viersen. Frau Förtsch, willkommen. Ihr Blick und Ihre Frage, wenn Sie eine haben. Ja, guten Morgen. Ich gucke eigentlich oft den Presseclub und mir fällt eigentlich immer auf,
dass Journalisten, ja, wie soll ich sagen, wenn eine Meinung dominant ist, sie sich an diese Meinung dranhängen. Und in dem Falle jetzt mit der AfD wundere ich mich immer, dass das zum Teil immer noch schön geredet wird. Also ich glaube, selbst Menschen, die in einer misslichen persönlichen wirtschaftlichen Lage sich befinden, müssen doch nicht extrem rechts wählen. Und ich glaube auch, dass die AfD-Wähler genau wissen, wen sie da wählen. Und deswegen wäre ich eigentlich dankbar, wenn man viel deutlicher da eine Kante zeigen würde. Und man muss sie nicht beschimpfen, um es willen, auch nicht als Faschisten oder Nazis, fände ich auch nicht in Ordnung. Können Sie sagen, was Sie meinen mit, man müsste deutlicher eine Kante zeigen? Ja, also wen meinen Sie? Versuchen immer wieder die Notlage oder die Verzweiflung der Menschen als Grund oder als Rechtfertigung anzugeben, AfD zu wählen. Ich glaube, die wissen genau, wen sie wählen. Und sie haben eben doch ein rechtsorientiertes Gedankengut. Okay, ist Ihre Perspektive. Ja, ich würde sagen, wir lassen es einfach als Diskussionsbeitrag stehen. Danke, dass Sie dabei sind. Bitte. Gruß nach Viersen und gehen weiter nach Marburg zu Karin Schwalm. Willkommen. Schönen guten Morgen. In Ihrer Diskussion ist der Begriff Hoffnungslosigkeit gefallen, vor allen Dingen in Bezug auf die Bundesländer im Osten. Dann frage ich mich, warum gibt es eigentlich keine Sozialpolitik in diesem Land, die sich klar gegen diese Hoffnungslosigkeit stellt? Es sind doch vor allen Dingen untere Einkommensschichten, die anscheinend dazu tendieren, AfD zu wählen. Warum müssen in diesem Land Lokführer streiken, damit sie Arbeitsbedingungen bekommen, die nicht krank machen? Das Gleiche gilt für das Krankenhaus. Die Mindestlöhne sind zu niedrig, die Renten sind zu niedrig, die Schulen sind unterversorgt. Das ist doch die Situation in unserem Land. Und da genügen mir die Analysen Ihrer Studiogäste überhaupt nicht. Es müsste wirklich genau hingeschaut werden, was war denn die Politik der Regierung der jetzigen Ampel? Warum ist dieser Missstand überall? Und warum sind eigentlich Panzer und Raketen, die enormen Rüstungsausgaben, wichtiger als eine Sozialpolitik, die es allen Menschen in diesem Land erlaubt, normal gut zu leben? Und dafür plädiere ich. Es muss eine Umkehr geben. Wir können nicht mehr so weitermachen. Panzer und Raketen, dafür aber keine Sozialpolitik für alle. Danke. Jetzt muss ich einmal die Rolle wechseln als jemand, der ja selber Wahlforschung betreibt. Also, wenn man sich auf die Wahlen in Hessen und Bayern zum Beispiel konzentriert, es sind nicht die unteren Einkommensschichten, die die AfD-Wählerschaft prägen, sondern es ist ein absoluter Durchschnitt. Es sind Menschen mit mittlerem Bildungsabschluss, mittlerem Einkommen, richtig, das haben Sie gesagt, eher aus ländlichen als aus großstädtischen Gebieten. Also das vielleicht einfach, ist kein Plädoyer gegen Sozialpolitik, aber das einfach nochmal als Einordnung, Frau Schwalm. So, jetzt habe ich trotzdem viele zu Wort kommen lassen. Ich merke, dass auch hier am Tisch eine gewisse Unruhe ist, vor allem bei Herrn Richter. Wollen wir weiter zuhören? Wollen wir antworten? Das Statement spricht für sich. Das ist gut und sinnvoll und ein Appell. Prima, Frau Schwalm, dann danke. Und wir merken auch im Netz, dass heute sehr viele aktiv sind, sehr viele kommentieren, sich einschalten mit vielen Beobachtungen, so wie Sie bisher hier auch. Und das setzen wir fort in Dautweiler mit Axel Mayer. Herr Mayer, bitte. Ja, guten Tag. Diese Regierung macht eine Politik gegen das Volk. Das Volk lehnt die Regierung ab, möchte Neuwahlen und die Regierung ist nicht bereit, ihre Politik zu ändern. Und nun müssen die Meinungsmacher dieses rot-grün versifften Systems hin. Darf ich Sie, Herr Mayer, Entschuldigung, lassen Sie uns bei einer anständigen Sprache bleiben, bitte. Also ne, das Volk, die Befragten in der Tat, sind extrem unzufrieden mit der Bundesregierung, aber möchte einfach vermeiden, dass wir so ein bisschen abrutschen von der Sprache her. Bitte, Sie haben das Wort, Herr Mayer. Nun, wie stehen Sie denn dazu? Ich bin der Meinung, dass hier die bezahlten Medien, die von der Regierung bezahlt werden, entweder durch Zwangsabgaben für das Öffentlich-Rechtliche oder durch diese zweifelhafte Institution, die das sogenannte Geheimtreffen aufgedeckt hat, dass die nun die Meinung in der Bevölkerung ändern wollen. Ja, klare Frage, Herr Mayer, danke. Klare Frage. Wer möchte dazu was sagen? Ich sage gerne was dazu. Ja. Also wir werden, es gibt keine Systemmedien. Das ist ein gern gebrachter Vorwurf, das ist aber Unsinn.
Aber was wir aus allen Äußerungen jetzt gehört haben, ist ja ein tiefes Unbehagen mit der Problemlösungsfähigkeit der Politik. Und ich glaube, das muss man wahnsinnig ernst nehmen. Und das ist, glaube ich, in großen Teilen auch berechtigt. Und das bezieht sich gar nicht nur auf die Ampel. Die Ampel hat auch mit Problemen zu tun, die über Jahre in den Vorgängerregierungen nicht gelöst worden sind. Wir haben erstens, glaube ich, eine große Sprachlosigkeit an der Spitze dieses Staates. Herr Scholz ist kein großer Redner, vielleicht auch kein großer Handwerker. Jedenfalls findet er keinen emotionalen Zugang zu dem, was wir auch in diesen Äußerungen wieder gehört haben. Der Bundespräsident ist leider durch seine Ukraine-Vergangenheit ein wenig verbrannt. Die Ex-Kanzlerin schreibt ihre Memoiren. Der andere Ex-Kanzler ist durch seine Geschäfte mit Putin diskreditiert. Und Helmut Schmidt ist schon leider lange tot. Also wir haben eine große Leerstelle in der Ansprache. Und das zweite Problem scheint mir zu sein, ich gebe Ihnen ein Beispiel, es werden immer wieder Problemlösungen versprochen, die dann aber nicht kommen. Herr Scholz hat bei den Kollegen vom Spiegel nur leicht verkürzt von denen gesagt, wir müssen jetzt endlich im großen Stil abschieben. Das scheint mir eine wirklich schwierige Aussage zu sein. Nicht, weil er damit auch die Sprache der Rechtsextremisten spricht, sondern das ist ja in weitgehend Rechtslage, sondern weil er so tut, als könne man durch einen Kanzler, ein markiges Kanzlerwort in einem Interview das verändern. Dass wir ab jetzt endlich im großen Stil abschieben. Und dasselbe hat er auch schon vor Jahren gesagt. Da entsteht eine Erwartungshaltung, die nicht eingelöst werden kann. Die Frage bezog sich ja jetzt auf uns. Ja. Ich muss noch ganz kurz sagen, Herr Mayer, falls Sie noch zuhören, Korrektiv ist nicht von der Regierung bezahlt. Unsere Recherchen sind nicht von der Regierung bezahlt, sondern von Stiftungen und Dauerspendern. Und ich weiß, dass die AfD die ganze Zeit versucht, von ihrem Thema wegzulenken und zu sagen, wir machen jetzt mal Korrektiv zum Thema. Das ist falsch und ich hoffe, das kommt bei Ihnen an. So, jetzt gehen wir weiter nach Düsseldorf zu Reinhard Schneider. Hallo, Herr Schneider. Schönen guten Tag, Herr Schönbaum, und einen Gruß an die Runde. Wenn ich mal in meinem Gedächtnis weit zurückgreife, dann stelle ich in den 30er Jahren ähnlich autokratische Bewegungen fest wie zurzeit. Der 30. Januar ist jedem bekannt. Meine Frage ist, hätte ein Grundgesetz damals Hitler unmöglich gemacht? Wäre diese Verfassung so resilient gewesen, dass sie Hitler verhindert hätte. Eine spannende Frage, die angekommen ist, Herr Schneider. Und ich schaue mal, ob jemand in der Runde, in meinem Kopf öffnet sich ein weites Feld. Na, erstmal hat der Präsident Steinmeier nicht die Macht, die ein Hindenburg hatte. Also der kann nicht über das Parlament hinweg regieren und einen neuen Kanzler einsetzen und den dann mit sehr vielen Mächten ausstatten. Also die, so wie ich das verstanden habe, haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes ja sehr viele Lehren gerade aus dieser Zeit auch gezogen. Und also da würde ich sagen, sind wir doch sehr viel stärker und besser aufgestellt als damals. Und die Lage ist ja auch eigentlich nicht zu vergleichen, wirklich. Also in den Anfang der 30er Jahren 6 Millionen Arbeitslose. Die Erfahrung des Krieges steckte vielen Menschen noch in den Knochen. Es gab also diese Weimarer Republik, war keine stabile Demokratie. Das ist heute alles anders. Ich lese die Frage auch von Lutz Brinkmann aus Osterode. Sie scheint viele zu betreffen. Haben Sie eine andere Meinung, Herr Richter, eine andere Antwort? Ich habe keine andere Antwort. Ich finde, die ist sehr richtig. Aber ich würde doch noch mal gerne die Frage von vorher aufgreifen. Sozialpolitik und sonst was. Eines merken wir. Im Prinzip, wenn sich diese Ampel 2 Jahre weiterschleppt, dann verpassen wir 2 Jahre Zeit, in denen wir uns auf das vorbereiten, ohnehin, was kommen muss. Viele Kompromisse, Schuldenbremse, Sozialpolitik, Umweltpolitik gehen mit dieser Regierung nicht mehr weiter vorwärts, schon intern. Ja. Wir wissen, dass irgendwas auf die CDU zukommt, dass irgendwelche neuen Bündnisse geschlossen werden müssen. Und dann gibt es viele Möglichkeiten, diese Fragen, die aufgekommen sind, auszuräumen. Aber dazu müssen wir Neuwahlen haben. Das ist schon richtig. Genau. Also würde gerne noch ein bisschen bei unserem Publikum bleiben und Jürgen Fuchs in Edersleben begrüßen. Hallo, Herr Fuchs, Sie haben das Wort. Guten Tag an alle. Mir fällt bei der Diskussion eines auf und aus diesem möchte ich meine Frage an die Dame von Korrektiv. Und nun verfolge ich in den Nachrichten
es waren mehr als die AfD dabei. Die CDU soll wohl dabei gewesen sein, andere. Ich befürchte, hier wird auf die AfD eingeschlagen und das Spektrum derer, die sich da zusammengerottet haben, sage ich mal so, ist viel größer. Herr Stubbs, danke. Wir klären auf, sonst ist die Sendezeit vorbei, bevor wir Ihre Frage beantworten können. Bitte ganz schön, kurz zwei Antworten. Kriegen wir viel natürlich die Frage, warum wird nicht mehr über die CDU-Leute, die dabei waren, berichtet? Es gibt zwei Gründe dafür. Das eine ist, während die AfD-Vertreter da eine ganz aktive Rolle gespielt haben, zum Beispiel der persönliche Referent von Alice Weidel gesagt hat, jawohl, ich unterstütze dieses Vorhaben, was hier besprochen wird und wir geben sogar Geld dafür, haben die von der CDU keine aktive Rolle gespielt, sondern zugehört. Der zweite Grund ist, bei der AfD waren es wirklich hochrangige Vertreter, so wie auch der Fraktionsvorsitzende Sachsen-Anhalt, während es bei der CDU einfache, sage ich mal, versprengte Mitglieder waren. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, zu sagen, wir setzen den Fokus in der Berichterstattung auf die AfD. Okay, vielen Dank, Herr Fuchs. Ich habe Sie unterbrochen. Haben Sie noch eine andere Frage? Nein, ich denke nicht, aber die Antwort befriedigt mich nicht, denn selbst eine Teilnahme zeugt doch davon, eine gewisse Überzeugung zu haben. Ja, Sie haben da recht. Es gibt ja auch Parteiausschlussverfahren gegen einzelne dieser Mitglieder, das ist auch völlig gerechtfertigt, nur die geben halt in der Partei nicht den Kurs an. Das ist der Unterschied. Mhm. Ich danke Ihnen, Herr Fuchs, und dann nehme ich, weil wir knapp am Ende der Sendung sind, noch eine Frage, die Sie möglicherweise beantworten können, nämlich, wenn man schon eine Partei nicht verbieten kann, kann man ihr nicht wie der NPD wenigstens die Finanzierung entziehen? Kann man. Das Problem ist aber, dass das Verfahren genauso kompliziert ist, dass es genau die gleiche Materialsammlung braucht, genauso viel Zeit kosten würde. Es ist auch juristisch umstritten, das geht schon, aber es hilft uns aus der Bredouille auch nicht raus. Dann bedanke ich mich bei dieser Runde. Ich ahne, dass wir noch eine Stunde mit Fragen und Antworten verbringen könnten, aber habe ja schon versprochen, das Thema kommt wieder. Danke, dass Sie dabei sind. Schönen Sonntag. Tschüss und lassen Sie es gut gehen.